werde dafür sorgen, dass du ein gutes Leben hast. Eines, das dir von Geburt her zusteht. Ich bitte euch, Onkel, liebt sie, wie ich sie lieben würde, wenn ich da wäre. Und sorgt dafür, dass ihr all das zuteil wird, was ihr als meinem Kind zusteht. Bist du dir im Klaren über meine Position? Das ist schlichtweg unmöglich. Das, was rechtens ist, kann niemals unmöglich sein. Wie lautet ihr Name? Dido Elizabeth Bell Lindsay. Sie trägt deinen Namen? Ich schäme mich ihrer nicht. Wir wollen sie Dido nennen. Elizabeth bedurfte dringend einer Gefährtin. Und das werden wir auch sagen, sollten Fragen aufkommen. Wir erwarten heute Abend zum Dinner Gäste. Wieso speisen Sie nie mit Ihrer Familie? Weil sich das nicht gehört. Ich darf Ihnen die zweite meiner beiden Nichten vorstellen, Miss Dido Lindsay. Ich finde sie abstoßend. Papa, wie kann ich von zu hohem Rang sein, um mit der Dienerschaft zu essen und von zu niedrigem, um mit der Familie zu speisen? Wenngleich mir klar ist, dass sie bei Ihnen aufgrund interessanter Umstände lebt, wirft sie doch Fragen auf. Würden Sie mir die Ehre erweisen, mit mir spazieren zu gehen? Schert es dich gar nicht, was die Leute reden werden? Was sollten sie denn reden? Ich hatte keine Ahnung, dass sie so schwarz ist. Man sucht sich seine Frau nicht unter den seltenen und exotischen Oliver. Hat sie auch eine Zunge? Ich habe eine Zunge. Doch ihre scheint mir hinreichend zu erklären, warum ich diese Heirat nicht wünsche. Mein größtes Unglück wäre es, in eine Familie einzuheiraten, die mich als Schande ansieht. Ich habe jegliche Grundsätze bestehender Konventionen genutzt, damit du ganz genau weißt, wo dein Platz ist. Ich wüsste nicht, dass ich irgendwo einen Platz hätte. Liebst du sie? So, als wäre sie unser eigen Fleisch und Blut. Und ihre leibliche Mutter? Ich weiß so gut wie nichts von ihr, außer der Farbe ihrer Haut. Wenigstens wissen sie dann auch, dass sie sehr schön war. Du wirst deine Stellung gefährden für einen Mann, der keinen Namen besitzt. Gesetze, die es erlauben, jemanden in seiner Menschlichkeit herabzusetzen, sind keine Gesetze. Er gibt den Menschen eine Stimme, die keine eigene haben. Hätte ich die Wahl wie du, ich würde den Mann wählen, den ich liebe. Es gibt Grundsätze, die verbindlich vorschreiben, wie wir zu leben haben. Ihr bricht jede Regel, wenn es nur wichtig genug ist, Papa. Ich bin der Beweis dafür.